Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Die Verteidiger sind da. Und die schlimmste Karte der ganzen Welt. Wir haben natürlich auch Packs geöffnet zur Verteidigung. Es kam auch eine Wundertüte raus. Und das komischste Pack, es kam ein Shop-Pack raus. Keine Ahnung, ey, warte, ich weiß, es ist auf dir, die wollen ein bisschen eskalieren, aber chill doch ein bisschen, ey, ein bisschen. Calmer, ein bisschen. Ich habe 4 Icons in einem Pack gehabt. Also, dass ich das jemals in meinem Leben mal sagen werde. 4 Icons in einem, das ist geistkrank. Und wir nähern uns langsam dem ganzen Tod. Über 300 Packs aufgespart. Am Freitag, wenn die Tod-Nominis dazu kommen, werden wir einen 12-Stunden-Stream machen, vielleicht sogar länger. Kommt gerne vorbei auf Twitch, jeden Tag live. Jeden Tag. Lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare, ob ihr schon einen Verteidiger gezogen habt. Die sehen echt gut aus, aber die Frauen sehen echt krass aus. Ey, yo, what the fuck? Viel Spaß mit dem Video. So, wir gehen rein, Chat. Okay, es kam eine Wundertüte raus. Aber wie kann ich doch schon... Oh, scheiße, auf die Wundertüte, da ist Saba. Oh mein Gott. Okay. 86 Tempo, 88 Schuss, 93 Pass, 93 Dribbling, 85 Defense, 80 Physis. Ey, sie hat einfach 93 Abschuss, Bro. Das ist einfach Bellingham. Dribbling ist geistkrank, passen ist geil, Ausdauer ist geistkrank. Sie hat Relentless und... Ey, ich dachte, sie hat Jockey, Digga. Ich dachte, sie hat Jockey, aber sie hat ja keinen Jockey-Playstyle. Sie hat einfach nur Ruhepol. Sie hat keinen einzigen defensiven Playstyle, ne? Keinen. Die Karte ist sogar eher offensiv, sag ich, Digga, weil die mehr Schuss als Defense hat. Bronze, Silber, 83, 86, 86, 87. 87, 88, 88, 89. Sagt ihr trotzdem B oder L? Was sagt ihr? Also W mitnehmen oder nicht mitnehmen? Ich sage, ich bin Zara trotzdem mitnehmen, weil ich zu viel Futter habe, Chat. Aber ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Sonst kam eigentlich nichts raus, ne? Glaube ich, Chat, oder? Ah, die ist neu. Ja, okay. Olgate. Ja, das ist ein gutes EV-Ding, ne? Aber kann man Bock haben, kann man mitnehmen, Chat, weil ich finde es natürlich so krass. Alle haben im Shop geschrieben, ne? Alle haben im Shop geschrieben. Ich gehe in den Shop rein, Chat. Es kam kein Verteidiger-Pack raus, weil die EA einfach wollte, weil die Welt hätte die safe gezogen. Ein 675k-Pack mit 3 Thunder, Ultimate Dynasty oder Winter Wildcard-Icon. Nein. Sagt ihr aufmachen, Chat? Mach auf für Content. Mirham 5-5, Raserei und Powershot-Playstyle. Ja, was soll ich sagen? Mirham ist Mirham. Aber ich finde, ich trotzdem R9 vom Bodytype und so auch nochmal besser. R9 hat auch mehr Dribbling und mehr Schuss. Aber wie komisch, dass Mirham mehr Füße als R9. Aber Bruder, R9 war so. Ferdinand ist halt, das ist einfach, das ist respektlos. Also 3-3 mit Waschbär-Playstyle. Das ist so ekelhaft, ne? Das ist so ekelhaft. Guckt euch mal die Pace-Balance an, bitte. Das ist zu gut. Er ist zu gut. Matthäus mit Standard und Powershot. Forster, EVDM. Er hat auch fast alle Werte 90, ne? Außer Dribbling und Physis. Und trotzdem hat er genug Ausdauer, ja. Ach du Scheiße. Ja, scheiß drauf. Oder Matthäus sieht auch so. Ich find trotzdem Vieira besser als Matthäus, aber Matthäus hat geistkrank aus. Ne? Lahm, kein DM. Forster. Langer Ball. Ausdauer-Playstyle. Forster, kein ZDM. Und er hat endlich seinen Pace, Bruder. 91 Tempo, 87 Dribbling, 87 Passen, 92 Defense. Es hat Ariel. Digga, warte mal. Fehler in der Matrix-Chat. Warum hat Essien Aerial Playstyle, also in der Luft, wobei er nur 85 Sprungkraft hat und 1,77 Meter ist? 1,73 Meter. Bruder, die wird keiner spielen. Keiner wird die spielen. Alisson, ey, Digga, Alisson sieht aus wie ein Nacktmull, Digga. Welcher EA-Arbeiter kam auf die Idee, den einfach kein Bart zu geben, Bro? Van Dijk, die haben ihm Waschbär und Block gegeben. Ich bin ein Kelb, wenn ich gegen ihn spiele und ein Tor mache. So, ich bin ein Kelb. Block Playstyle, er springt vor jedem Ball. Er macht Seemannskörper vor Bällen, so. Was ist denn Schluss mit diesen Arbeitern? Was haben die sich denn dabei gedacht? Wer dachte denn bitte, oh ja, Van Dijk Goldkarte nervt ja schon alle. Wir geben einfach die ekelhafteste Playstyle auf der ganzen Welt. 10 Millionen. Wer den zieht, hat den besten Evo auf der Welt, ja. Warner Battle ist einfach die zweitbeste Toti-Karte, ne? Ach du. Bruder, ganz, nein. Real Talk, 95 Tempo, 91 Defense, Bro. Der Jockey-Playstyle und entscheidender Pass. Ihre Defensivwerte sind alle krass, nur wegen dem Kopfball ist sie bei 91. Ah, Bruder, geile Karte. Ach du Scheiße. Raserei, Quickstep in Grau, Waschbär in Grau. Halt's Maul, beste RV. Scheiß auf alle, Digga. Bruder, scheiß auf alles. Um Diaz, underrated. 3-4, hat Kante und Abfangen, 88 Tempo. Diese Ruben Diaz-Karte wird uns sehr nerven. Bruder, hat einfach alle defensive Playstyle außer Jockey, ne, uns einfach schnell. Oh. Kachaui, 96 Tempo. Forster. Whip Pause.
hat noch Blockplay-Style. Oh, Digga. Renard ist auch so underrated. Warum hat Renard 4 Sterne? Und sie ist auch eine der wenigen Frauen, die übel groß sind, ne? Also sie ist einfach groß. 87 Antritt, 87 Sprinttempo. Oder Waschbär. Nein, diese Karte ist underrated. Wird richtig teuer, glaube ich. Dann kommen wir zu Bright. Ich glaube, das ist die unnötigste Team of the Year Karte jemals. Das erinnert mich ein bisschen an Team of the Year John Terry. Mike, wenn du das siehst, bitte blend mal kurz John Terry ein. Theo. 98 Tempo, Jockey und Quickstep. So eine ekelhafte Karte. Bruder, Theo ist der Beste. Sorry, Daniel, was du vorhin gesagt hast, aber Theo ist besser als Davis. Und Frimpong mit 4-4, 99 passen. Raserei, Whipped Paws. Er hat sogar 99 Stellungsspiel. Ey, wie viele 99er Stats hat bitte Frimpong? 7 99er Stats. Okay, auf Ansage, ich ziehe Scolds Thunderstruck und 2 Dynastiekarten. Bert, Diddy Bert. Bitte Bert, bring mir Glück. Bitte Bert. Okay, Bert macht Pack auf Chat. I can kein Toti. Wer ist das? ZM Icon? Bergkamp, oh nein. Ich dachte, Rullet. Lautrup? Lautrup, no. Waren da nicht 3 Special Icons drin? Ja, ich hab 4 Icons im Pack. Wow! Maldini, Baby! Maldini, Baby, ist eine gute Karte, Digga! Bruder, es gibt nur einen auf dem Markt, Chat! Ja. Ich wusste, wir Rono Soße noch drin. Ich wusste es. Ich wusste es. Ey, Real Talk ist okay. We take that, Bro. Komm. Auch Icon ganz normal. England, Centurion, glaube ich. Es ist braun im Hintergrund. Es ist zu braun, Centurion. Nee, Campbell Thunder. Und Kassier Thunder. Ist okay. Kassier Thunder ist mein Lieblingstorwart. Für mich der beste Torwart im Spiel. Ah, und Larsson, Digga. Und Larsson ist der Hinterchat, Digga. We don't like that, Digga. Wieder 3 Icons. Es ist sehr hell. Es ist sehr hell. Oder? Er hat auch eine normale Icon gezogen, Chat. Warte mal. Er hat Ultra normal gezogen. Wieder 4 Icons in einem Pack, Bro. Oh, Figo, Kassias noch. So, aber ich finde, es sind gute Icons. Relativ. Außer Larsson. Ich schau tot die Icons. Es war leicht blau, oder? Das ist Viron, ne? Nee, Thunder dahinter. Thunder ist so gut. Thunder ist so gut. Bruder, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich habe ihn so lange gespielt, Bruder. Die Karte ist so geil. Er hätte Fahrradkette aber, ne? Okay, man zieht Unterwaldkarts, aber es gibt halt auch Müll Unterwaldkarts, ne? Enzo und Castellanos. England? MS ist wieder braun. Wer ist denn England MS? Rooney? Ah, ne, Barnes. Wow! Ricardo Kaká Thunderstruck! Ah, ein kleiner CS. Immer ein Banger. Irgendwie schon, ne? Icon? Argentinien. Sturm. Es ist halt Crespo. Aber es ist Crespo Base, oder? Eine Riquelme. Didier Drogba. 3-mal Winterwild. Ey, man kann ja auch Pelé ziehen, Chat, ne? Das war auch wieder ein bisschen schlechter, Digga. Das war auch kacke. Und jetzt hier das erste Bild unserer WhatsApp. Oh, ihr Joao Cancelo ist auch big. Toti, Icon, nein, Frankreich. Ribéry, Frank. Ah nein, Thunder Pires. Hat die Luft rausgenommen, Chat. Hat die Luft rausgenommen, ganz früh. Ich wusste es. Pires und Figo. Boah, ja, und 3 Informs. Trotzdem, glaube ich, L, Digga. Aber nicht da sein werden. Die bin ja cool, Chat, sag ich. Offizieller Leak von Futscheriff. Cristiano Ronaldo kommt als 12. Mann. Es war obvious, Bruder. Cristiano Ronaldo! Er wird trotzdem teuer, weil es Ronaldo ist, ich weiß. Bruder, also, er hat 91 Tempo. Passt, er wird niemals mehr Pace bekommen. 97 Schuss, passt. Dribbling, passt.
passen. Also, obwohl es ein Leak ist und nicht die safen Werte, ich sag, diese Karte könnte genauso kommen. Ronaldo bekommt Powershot und entweder Quickstep wegen so schnelle Bewegung auf Ronaldo, Jugend-Ronaldo angelehnt, oder akrobatisch wegen Fallrückzieher. Chat, was glaubt ihr, wie viel wird dieser Ronaldo kosten aus Al-Nassr? Ich sag, Cristiano Ronaldo, 5,8 Millionen. Alex Poppy, let's go, Digga! Offiziell. Sie wird halt auch nicht teuer werden, ne? Sie hat 5-Star Week, ja. Sie hat 5-Sterne Week Foot, wahrscheinlich auch 4-Star Skills wird sie bekommen. Es kommt sehr, sehr, sehr auf ihre Playstyle jetzt an. Ich glaube, das wird die billigste Toti-Karte sein. Powershot und Powerheader. Ja, das kann gut sein, doch. Das ist sogar passende Playstyle. 3% auf einen Tot, das gar keinen Sinn ergibt, Digga. Aktuell gibt es 10 Totis. Ihr kennt die Wahrscheinlichkeit 3%. Ich mach's trotzdem auf. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so ein dummer, Digga. Oh, ich hasse mein Leben. Wie sollte man beide Controller einen wegnehmen, Digga? Ich hab halt alle Upgrades gemacht, ne? Alle Upgrades. Nee, oder Wundertüte ist auch noch. Oder Wundertüte ist einfach Arsch, Bro. Wundertüte ist einfach Arsch. Rap LaRue-Folge ist auch online, ne? Also Rap LaRue-Folge, die Reaction ist auch online. Guck gerne, Chat. Avalus. Und wir sehen uns morgen wieder, Chat. Morgen ist morgen. Heute ist heute. Gute Nacht, liebe Leute.